Schade, dass es zu meiner Zeit, also als ich Schulkind war, sowas noch nicht gab. Ich war zwar super gut in der Schule, aber da gab es auch das eine oder andere, wo es gehakt hat und wo es toll gewesen wäre, wenn meine Eltern solche Methoden gehabt hätten schon. Ja, mein Name ist Viola. Ich habe selber 3 Kinder und bin ganz leidenschaftliche Mutter. Das ist echt auch so eine Art Berufung. Bin im Hauptberuf Betriebswirtin und arbeite im Moment in einer Konzertagentur. Auf das EPE bin ich gekommen, ganz witzigerweise über Facebook. Das war Ende letzten Jahres, also ist jetzt schon fast ein Jahr her. Da hat sich auf einmal, ich weiß auch nicht, wie von Zauberhand, diese Seite EPE Coaching geöffnet. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich irgendwas geklickt habe. Ich habe mir das angeguckt und gedacht, boah, wie cool ist das denn? Das möchte ich machen. Und ja, dann habe ich direkt an dem Tag noch angerufen beim Institut und habe mich erkundigt, was das so ist und wie die Ausbildung funktioniert, und habe beschlossen, ja, ich melde mich an. Habe gesagt, ja, im Sommer melde ich mich dann an. Das habe ich auch gemacht. Ja, und jetzt bin ich hier. Ja, also ich bin ja hier hingekommen voller Freude, weil ich das ja schon, als ich nur die Webseite gesehen hatte, ganz klasse fand und mich überhaupt auch schon für das Thema Coaching interessiere. Und habe direkt am ersten Tag gemerkt, das ist also wirklich voll mein Ding, das macht Spaß, ich bin da voller Freude dabei, das bringt mich selber persönlich in meiner Entwicklung auch weiter. Ich kann das für meine Kinder anwenden, ich kann mir auch jetzt schon wirklich vorstellen, auch andere Kinder zu coachen, und ja, ich finde das ganz wunderbar. Also ich bin ein Mensch, der sehr gerne lernt, der auch gerne Umgang mit anderen Menschen hat. Und hier, das ist für mich wirklich nochmal ein Sahnehäubchen. Ich habe auch schon viele Seminare gemacht, aber das ist jetzt echt so das Topping an Freude nochmal. Es macht wirklich richtig viel Spaß. Ich komme motiviert hin, ich habe Spaß, das Lernen fällt total leicht, mühelos, und so wünsche ich mir das einfach auch, dass Kinder in die Schule gehen dürfen, ohne ein Päckchen auf den Schultern, einfach in der Freude, was Neues zu lernen, und ja, dass sie in dieser Freude sein dürfen in ihrer Schulzeit. Schade, dass es zu meiner Zeit, also als ich Schulkind war, sowas noch nicht gab. Ich war zwar super gut in der Schule, aber da gab es auch das eine oder andere, wo es gehakt hat und wo es toll gewesen wäre, wenn meine Eltern solche Methoden gehabt hätten schon. Ne? Ja, und ich bin ganz glücklich und dankbar, dass ich das jetzt für meine Kinder auch noch mehr anwenden kann. Und nicht nur intuitiv, sondern wirklich auch gute Methoden habe, wo ich weiß, wann und wie ich sie anwenden kann. Da muss ich lachen, weil Daniel ist klasse. Der ist da selber so mit einer Begeisterung dabei. Und ja, das hält ja auch die ganze Seminarzeit. Er ist in der Lage, das die ganze Seminarzeit zu halten. Diese Begeisterung, die Leute mitzunehmen, denen das auf so spielerische und fröhliche Art zu vermitteln, also das finde ich toll. Und das steckt ein ganz toll, es ist also nicht nur Spaß, es steckt wirklich ein super durchdachtes und gut funktionierendes System dahinter. Und das ist so ein richtig gutes Gesamtpaket. Wenn du hier rausgehst, ja, ich fühle mich jetzt in der Lage, mit dem Coaching anzufangen. Ich habe einen Pack an. Es wird jetzt sehr konkret auch. Wie mache ich das denn tatsächlich? Und das finde ich super.